Hürdendach. Wir sind gerade mit dem Zug nach Salzburg gefahren. Und wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren nach Süden über die Berg. Und wir, das ist mein Bruder und ich. Mein Bruder kennt ihr schon aus ein paar Filmchen, die wir zusammen gedreht haben. Über Alpenüberquerungen. Wir fahren und nehmen euch mit nach Venedig. Und die Strecke wollte ich immer schon mal fahren. Ist keine allzu technisch schwierige Strecke, wo nur Mountainbike-Freaks drüber kommen. Das sind wir nämlich beide nicht. Wir haben kaum Fahrtechnik. Dafür aber ein bisschen Leidensfähigkeit. Es ist nicht alles Schotter. Es ist nicht alles Teer. Es geht über einen Großglockner drüber. Und wir freuen uns jetzt einfach auf wunderschöne 4 Tage, die wir auf dem Rad verbringen, wo es hoffentlich immer wärmer wird. Und der Dario ist mit meinem alten Radl unterwegs, was ich ihm vermacht habe. Das erste Mal mit Aerobars. Müssen wir alles schauen, ob das so klappt, auch vom Nacken her. Und ja, jetzt gibt es gerade gar nichts mehr zum Schnabbeln. Wir sind um 8.40 Uhr in Salzburg angekommen und dann einmal kurz durch und gleich los. Wir wollen in die Berg. Genau. Dann so, mach mit, Dad. Wir sind von Salzburg wieder rein nach Deutschland, nach Bad Reichenhall ins Berchtesgadener Land und fahren jetzt hier noch ein Stückchen hier entlang. Es zieht ein bisschen zu. Es ist jetzt auch nicht so super unglaublich warm, aber es ist gerade richtig angenehm. Die Sonne, dann die dunklen Wolken, die Berge, das dunkle Grün, das helle Grün. Da vorne ist ein Café. Vielleicht gibt es da einen gescheiten Dickmacher. So, nach dem Hirschbichel sind wir jetzt wieder in Österreich und jetzt bleiben wir da auch. Dieser Hirschbichel, ist denn der verrückt gewesen, der diese Straße da gebaut hat? Also sowas habe ich nur selten erleiden müssen. Das war bestialisch, sowas Steiles, wir mussten schieben, zum Teil. Wir haben recht wenig geschoben, aber, boah, ui, das schaut ja schön aus da. Ui. Da kann man gleich mit 90 Grad hochfahren. Was ist denn das für eine Gesehe? Ah, ein Wohnzimmer auf dem Lenker. Jetzt geht es 15% runter. Jetzt geht es hier auf den Römersattel. Gut anstrengend. Schöne Strecke. Die Schönheit dieses Weges. Wahnsinn. Das war jetzt so wunderschön, nach Hochfilzen runter über den Römersattel. Da hinten und da kommen wir her. Da die kahlen Berge. Wahnsinn, ein unfassbar schöner Weg. Zwar betoniert,
aber unglaublich toll. Da ist ein Gruppenübungsplatz und deshalb halt wenig los, da sind keine Autos erlaubt und so ein Zeug. Dann läuft das. Da hinten liegt dann irgendwo Saalbach. Wir fahren jetzt hier gerade runter von dem Saalbachhaus, haben einen Dickmacher gegessen und war wunderbar. Und der Dickmacher wird gerade verdaut, während wir hier runterfahren. Wenn wir unten sind, dann müssten wir eigentlich gleich aufs Klingertörl wieder hoch und da dann nach einer Unterkunft suchen. Ich habe jetzt mal geschaut auf Booking.com und so. Ja, da gibt es schon ein bisschen was, aber nicht allzu viel. Also haben wir uns jetzt entschieden. Wir fahren jetzt vorn. Unten dann nicht nach rechts und dann zum Klingertörl, sondern wir fahren nach links. Und zwar direkt nach Zell am See und da haben wir Unterkunft. Die suchen wir uns dann da, da gibt es genug. Und dann sind wir morgen direkt am Großglockner und schauen, dass wir so schnell wie möglich in der Früh loskommen, dass wir so schnell wie möglich da oben sind. Sau schön, sau gut, weil halt einfach auch eine Abfahrt. Und der Dario probiert die Aerobars aus, weil es ein schöner breiter Radweg ist. Ist doch hervorragend. Sitzt da auch richtig drauf. Schauen wir mal. Ich glaube schon. Jawohl. Wunderbar. Wunderbar machen wir das. Resümee vom Tag 1. War heftig. Viele Höhenmeter. Zum Teil schieben. Abartige Steigungen. Beim Hochfahren genauso wie beim Runterfahren. Gutes Nächtle. Guten Morgen an Tag 2 unserer Tour. Es ist 5.37 Uhr. Wir sind pünktlich um 5.03 Uhr aufgestanden. Die 3 Minuten habe ich eingefordert. Und um 37 Uhr ist dann losgekommen. Jetzt holen wir uns noch einen Bäcker oder eine Tankstelle vielmehr am Sonntag, weil sonst nichts offen haben in der Früh. Ja, und dann geht's hoch auf diesen Berg. Es ist 7 Uhr und ja, wir kommen ganz gut voran. Ich persönlich habe mich jetzt ein bisschen eingependelt auf so eine 120er Puls und da komme ich gut klar. Der Dario, der hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, 40 oder so.
Ja, es sind schon einige Radler an uns vorbei, nicht allzu viele, aber die, die an uns vorbei sind, die waren vollgepackt mit besten Rahmentaschen und im Bikepacking-Stil und hatten geile Radeln. Also schon schön, wie sich das so verbreitet. Vielleicht habe ich ja auch so einen kleinen Anteil daran. Zumindest lese ich ja das manchmal in euren Kommentaren, dass euch das einfach Spaß macht, da mir zu folgen. Und der ein oder andere hat sich dann damit sicher halt schon ausgestattet und macht dann jetzt solche lustigen Touren. Freut mich natürlich. Gut. Immer höher und immer höher. Jetzt sind wir schon auf 1691. Die ersten schönen Kehren, wie man hier so sieht. Ja. 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 Endgültig ja. Da oben müssen wir hin. Zu dem Halter da. Mein Gott, diese Aussicht. So unfasslich. Schaut euch das an. Da rechts zu der Hütte, da müssen wir jetzt. Da trinken wir was und essen was. Und dann geht es die Straße weiter bis zu diesem Tunnel, den man da sieht. Jetzt sind wir kurz vor dem letzten Tunnel. Es fängt leicht an zu regnen. Regen. Und wenn wir da runterschauen, von da kam man ja irgendwo her, da regnet es da hinten. Und wir sind aber gut eingepackt. Alles gut, kein Problem. Nicht mehr kalt, weil wir ja wieder steigen. Da wird es am eh immer warm. Und los, Glockner. Dann runter, so gut es geht über Schotterwege, da gibt es auch ein paar, und dann, Entschuldigung,
das war der Kaiserschwalbach. Und dann nach Lienz, nach Innichen und dann nach links nach Richtung Sechsten. Durch die Dolomiten durch, Salterstraße. Servus. Hallo. Uns sind auch einige Höhenmeter, aber nur 1300. Super. Alles gut? Schön. Da oben sind wir. Jetzt kommt so eine perverse Aussicht. Ah! So eine perverse Aussicht jetzt. Boah. Mein Gott. Jetzt habe ich gerade die GoPro oben vergessen, jetzt muss die nochmal hoch. Von da unten. Jetzt habe ich einen Puls, der leckt mich am Arsch. Mein Gott. Mal da. Da radelt er. Und ich musste ja gerade wieder komplett da hoch. Hier habe ich nämlich bemerkt, dass meine GoPro fehlt. Sie stand noch oben. Ja. Sauseschritt geht zum Heiligen Blut durch eine liebliche Landschaft über den Radweg, der dort existiert, Richtung Lienz. Mein Gott, ist das schon wieder geil. Die Dolomiten, Mann! Ein solcher Ausblick macht einfach so richtig glücklich. Von da kommen wir. Vorne hier geht's nach Lienz. Da fahren wir auf. Ist auch nicht so weit. Also weit ist nicht mehr, dann sind wir in Italien. Willst du weg? Ein kleiner, schöner Sommerregen. Ein Zug. Guten Tag!
Südtirol. So, wir sind jetzt in Südtirol. Ich bin verwirrt vor lauter Schönheit. Wir sind in Sechsten. Gespinst. Und jetzt hat dieser Kreuzbergpass, der Monte Croce Como Loco oder so, belohnt uns jetzt mit dieser Abfahrt. Auf diese Dolomiten zu! Also ich würde sagen, Kreisleck ist was anderes. Guten Morgen von Tag 3. Wir sind wieder um 5.40 Uhr gestartet und jetzt fahren wir runter. Den letzten Teil von diesem Kreuzbergpass. Mein Gott. Und wenn wir unten sind, dann fahren wir nach Campolongo. Und dann geht es da nochmal ein Pässchen hoch. Einen kleinen, feinen. Genau. So ist der Plan. Tag 3. Schon mal kurz zusammengefasst. Ja, eine ganz schön geile Kiste hier, dieser Pass vor Cella Lavadette. Und ich erklimme diesen Pass hier gerade mit meinem blauen VW-Bus. Ungefähr einen Monat vor unserer Radtour hier bin ich auf einem Offroad-Trip gewesen mit meinem Dad zusammen und eben meinem T3 Synchro, was sehr viel Spaß gemacht hat. Wenn ihr da Bock drauf habt, dass ich da mal einen kleinen Film drüber mache, dann schreibt mir mal in die Kommentare rein. Hier passt jetzt nicht ganz so gut rein, aber ich wollte einen kleinen Schnappschuss mal da lassen. So, jetzt wieder zu uns zurück als Radler. Wir sind dann natürlich auch schön hochgefahren und ich habe das erste Mal meine Drohne ausgepackt, weil es hier einfach sehr gut geklappt hat und deshalb auch diese richtig geilen Aufnahmen. In der längeren Version von dem Film, da sieht man noch ein paar mehr Aufnahmen, so musste ich es jetzt ein bisschen raffen.
am Anfang sehr steil, dann die Serpentinen und ja, jetzt hat ein gemütlicher, grob geschotterter Weg. Schnell sind wir nicht, müssen wir aber auch nicht. Ja, kann es noch schöner sein eigentlich? Vermutlich, ja. Also ich weiß jetzt langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Eine solche Schönheit und mit jeder Kehre öffnet sich wieder ein neuer Blick. Ich wollte ja von der Abfahrt keinen Film mehr machen. Aber was ist das? Es ist so geil! Wir fahren jetzt hier seit einigen Kilometern auf dem München-Venedig-Radweg, dass der hier entlang führt, wusste ich gar nicht. Top, top, top. Die alte Straße umfunktioniert. Kein bzw. kaum ein Auto, zum Teil Autos verboten. Richtig geil. Wie schön ist es hier eigentlich. Hier ist es wirklich ein Genuss zu radeln. Durch oder an schönen Städtchen vorbei, die es ja hier überall gibt. Und vielleicht auch mal an dem ein oder anderen Feigenbaum, der schon reife Feigen hat. Das wäre mir irgendwie auch ganz recht. Und ja, womöglich gibt es auch mal einen Zwetschgenbaum. Zwetschgen habe ich zum Dickwerden gern. Feigen auch, alles eigentlich, alles an Früchten.
Wir verlassen schön langsam die Berge. Geil. Ja, lecko mir. So, meine Lieben, es schaut aus, als hätten wir die Berge verlassen. Schauen wir kurz nach hinten. Das ist der Blick nach hinten. Da sind die Gießen. Also egal, wie viele Kilometer das heute noch sind, in mir reift so ein bisschen der Gedanke, dass wir vielleicht doch heute noch nach Venedig kommen. Was hier alles wächst. Maulbeeren, Wein, Kirschen, Maulbeeren, links weiß ich nicht, Walnüsse, Maulbeeren, nach links, ja, wieso nach links? Feigen, Brombeeren, Duftjasmin, Fritteifi, Kirschlorbeer, Duftjasmin. Gepackt mit guten Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend-Feeling. Die letzten Kilometer und dann sind wir in Treviso. Vielleicht nochmal 50 bis nach, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das war jetzt einfach nur eine Schätzung. Es ist nicht mehr so viel Verkehr, weshalb wir uns für die Staatsstraße 13 entschieden haben. Jetzt schauen wir mal, wie das heute der Verkehr ist und ob es einen Radweg gibt. Wahrscheinlich nicht. Und wenn es uns nicht taugt, schlagen wir uns irgendwo, ja, auf Parallelstraßen in Kleingöl. Ja, 20 Kilometer noch, dann haben wir erreicht, was wir erreichen wollten. Ja, so sieht sie aus. Aber muss man schauen, wie sie überholen. Alle total anständig. Mit schönem Abstand. Okay, jetzt zieht er irgendwie an. Ist der wahnsinnig. Jetzt hält er einfach mal 35. Bei Kilometer 200 mit dem Mountainbike, das kann man schon mal machen. Jetzt fühlt man sich, als würde die Straße einem selber gehören, gell? Wir sind ganz allein. Niemand da. Ach, so geil. Wir sind bereits in Mestre.
uns als erstes mal so ein Tagesticket geholt für den öffentlichen Nahverkehr dort, also diese Wasserbusse, die da umeinander kutschieren und auch viele Touristen transportieren, aber es war einfach nichts los. Ihr seht selber, hier ist gerade der Markusplatz, da sind wir jetzt relativ früh hin, um 10 Uhr vormittags oder 11 Uhr waren wir da, nachdem wir ein Ticket gebucht haben für den Zug nach München zurück am nächsten Tag. Und ihr seht jetzt selber hier, der Markusplatz, das ist einfach tote Hose, genauso wie es halt einfach schön ist, finde ich. Es war einfach nichts los und wir hatten unsere Ruhe. Ich könnte ja bei jedem Gebäude stehen bleiben und es mir eine Stunde lang anschauen, weil ich es so faszinierend finde. Diese Geschichte, die da in diesen Mauern, in diesen Bauwerken drin ist und dass dann da auch noch Menschen leben, also dass es nicht einfach ein Museum ist hinter Glas, dass man sich anschauen kann, wie man früher gelebt hat, sondern man lebt dort quasi so ein bisschen, wie die Leute früher gelebt haben. Man sieht zum Teil das Gleiche wie das, was irgendein Glasbläser vor 300 Jahren da gesehen hat. Und das finde ich so toll an diesen ganzen italienischen Städten. Mich in Venedig ja schon ein bisschen aus, weil ich da schon ein paar Mal war und habe den Dario, der das erste Mal jetzt in Venedig ist, durchgeführt. Ja, das war im Endeffekt so grob zusammengefasst auch schon unser Tag. Ich lasse euch jetzt noch ein paar Bilder durchlaufen, einfach, dass ihr seht, wie gut es uns gegangen ist. Am Abend haben wir dann noch richtig gut gegessen, aber seht ihr jetzt dann auch noch, die Bilder sind nicht ganz so toll geworden. Aber ihr könnt euch vorstellen, es war sehr, sehr geil. Genau, dann, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Eindruck verschafft, wie schön es ist, per Pedal quasi nach Venedig so weit in den Süden zu radeln. Auch relativ stressfrei. Klar, das ist diese Distanzen, die wir zum Teil gemacht haben. Die muss jetzt nicht jeder schaffen. Aber, und die muss man auch nicht machen und auch nicht machen wollen. Man kann sich auch viel mehr Zeit lassen. Aber wir haben es halt jetzt einfach in 3 Tagen gemacht von Salzburg aus. Und es war einfach genial, es hat uns so gefallen und vor allem dem Dario hat es richtig gut gefallen. Und Mai, was will man mehr? Was will man mehr? Ein kurzer, kleiner Urlaub, der einen volle Kanne sich erholen lässt. Somit, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr mich nicht abonniert habt, dann könnt ihr das ja gerne machen. Es werden bestimmt noch 1, 2, 3 coole Videos kommen. Vielleicht gefällt es euch ja. Und wenn ihr auch so eine Tour gemacht habt, vielleicht auch wegen dem Video, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ich das höre. Jo, dann macht's es gut. Bis bald und ciao, ciao. Euer Nico.